Ich bin der Matthias, bin Serial Entrepreneur und was ich eigentlich mache, ist ganz einfach. Ich schaue mir an in der Gesellschaft, was gibt es eigentlich für Themen, wo ich denke, ich kann was dazu beitragen. Mein Hintergrund ist nun mal die Digitalisierung, die New Economy und ich kann schauen, wie kann ich zu Themen mit diesem Wissen beitragen und diese Unternehmen erfolgreich machen und groß machen. Ja, es gibt insgesamt 6 Unternehmen, die ich selbst aufgebaut habe oder selbst mitgegründet habe. Das geht von aus dem E-Commerce Such- und Navigationstechnologie, dass sozusagen der Webshop versteht, was du eigentlich haben möchtest. Geht über aus dem Gene-Tech-Bereich, also Genetik, wo wir Rassehunde so miteinander verpaaren können, dass gesunde Nachkommen kommen. Denn ein Rassehund ist in Wirklichkeit eigentlich ein Inzuchtverband, wo lauter verbannte Tiere miteinander gekreuzt werden und das weiß jeder, dass da behinderte Kinder rauskommen, so Welpen in dem Fall. Und diese Welpen sind, wie zum Beispiel beim Dobermann, die Hälfte von denen sind oder sterben innerhalb von den ersten 5 Lebensjahren an genetischen Fehlern. Und das können wir einfach aushebeln, indem wir die genetisch so zusammenführen, indem wir die Genetik zum Beispiel digitalisieren und dann Matching-Algorithmen anwenden. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall. Ein anderer Anwendungsfall ist, wir revolutionieren die Fashion-Branche, indem wir einfach für Influencer und Leute, die schon eine Reichweite haben, ermöglichen, dass die eigene Fashion anbieten und reduzieren damit 70% von den Werbekosten auf quasi null und können das Geld investieren, anstatt wie viele in Kinderarbeit und schlechte Qualität, in europäische oder zumindest super, super gute Ware, für uns ist eigentlich nur Europa, mit bester Qualität und besten Preisen, wo jeder davon leben kann. Und das sind nur 3 Beispiele von vielen, was wir da alles machen. Also diese Felder sind natürlich sehr unterschiedlich, deswegen die Gesamtvision ist, wie ich vorher beschrieben habe, nämlich was braucht denn die Gesellschaft, wo ich einen Beitrag leisten kann und dann tue ich das, ganz, ganz einfach. Und es gibt heute so viele Möglichkeiten, schauen wir uns an, wie viel Reichweite ich heute eigentlich generieren kann durch die zum Beispiel sozialen Medien, die es früher gar nicht gab. Wie viel schnelleres Wachstum ich eigentlich haben kann für meine Idee, wie viel schneller ich meine Idee verbreiten kann. Und das gab es noch nie zuvor und ich sage, das sind paradiesische Zustände für Unternehmer. Also ich würde sagen, die Chance war noch nie so groß. Schauen wir uns an, ich habe heute kurz berichtet über was ich sehe als Entrepreneur Paradise. Also ich muss keine Vermögenswerte im Anschaffen, auch keine Kapitalbindungen bei den klassischen Plattformen. Nimm so ein Beispiel wie Airbnb, die besitzen ja gar keine eigenen Wohnungen, aber können Millionen von Wohnungen weltweit anbieten. Ja, ich kann alles austesten, ohne irgendwas auszuprobieren. Also ich baue eine Landingpage, schaue mal an, ob die Leute auf mein Konzept reagieren und wie und kann daraus Schlüsse ziehen. Das kostet quasi nichts und noch nicht mal mehr Zeit. Ja, ich kann über Freunde, über Instagram und Co. kann ich mal oder Facebook und so weiter, kann ich einfach ausprobieren, ob die darauf reagieren, ob die wo mitmachen bei einer Aktion oder bei einem Produkt und so weiter und so weiter. Ich habe also Möglichkeiten, die erst seit ein paar Jahren gibt, die es nie davor gab und die ich alle für mich nutzen kann, fast oder fast ausschließlich gratis. Digitalisierung in diesem Zusammenspiel mit Entrepreneurship fand ich sehr spannend. Wir haben heute sehr, sehr viel gehört, das Wort Digitalisierung. Und immer in dem Kontext neues Geschäftsmodell. Wie kann ich denn eine Sache digitalisieren und diese dann verfügbar machen? Sagen die Leute, wie soll das gehen? Das ist ja dann, kann ich ja nicht wohnen. Aber ich kann eine Wohnung virtuell darstellen, indem ich zum Beispiel die Fotos der Wohnung, die Maße der Wohnung, indem ich die Verfügbarkeit der Wohnung und dann kann ich sie, wie bei Airbnb geschehen, digital abbilden und kann sie wiederum zugänglich machen, Mehrfachnutzung anwenden darauf. Und das gibt es eben auch erst seit ganz kurzem. Das ist sogar das, was ich nicht empfehlen würde. Also ich sehe immer hier den Aufruf nach, wir brauchen mehr Entwickler. Sag ich, wie groß ist euer Team? Ja, wir sind 2 Leute, wir wollen das machen, wir brauchen Entwickler. Sag ich, Entwickler ist die Mangelware schlechthin am Arbeitsmarkt. Wir sprechen allein von Deutschland von 60.000 IT-Fachkräftemangel. Und dann wollen mir die Leute sagen, dass sie einen Entwickler brauchen. Sag ich, der ist sehr schwer zu bezahlen. Er braucht meistens auch Teams von mehreren Entwicklern, mit denen er zusammenarbeitet, mit dann ganz, ganz spannenden Sachen. Also vergiss diese Ansicht, sowas zu gründen, sondern es gibt unvorstellbar
viele Unternehmer, die bereits digitale Produkte anbieten, die alle miteinander verknüpfbar sind. Also das ist die DNA aus der Softwarewelt, dass man Sachen miteinander verknüpft. Das ist sowohl für die Software an sich als auch für die Lösung, die angeboten werden, dass die mit anderen Firmen Lösungsprodukte zusammenarbeiten. Und das muss man einfach nur zunutze machen. Und ich rate eben nicht selbst, Sachen zu entwickeln. Es kommt darauf an. Also Firmen von mir gibt es ja auch, ich bin ja aus der IT-Welt, aber ich habe natürlich dort auch viel Erfahrung angesammelt über die Jahre und habe schon mit 13 selbst entwickelt und Betriebssystemkerne geschrieben, also komme aus dieser Welt. Und dann kann man natürlich sowas aufbauen. Aber für den, der erste Schritte macht in dieser Entrepreneurial-Welt, der muss natürlich mal anfangen, mit Komponenten zu arbeiten, die es ja schon fertig gibt und fast immer für lau. Die muss ich nicht warten, die muss ich nicht entwickeln, da gibt es keine Probleme. Wir haben heute durchdiskutiert, eine App, die als Lösung gedacht war für einen Anwendungsfall, die auf schnell mal auf 150.000 Euro Kosten kommt, mit allem drum und dran, kannst du für 50 Euro im Monat simulieren durch fertige Komponenten. Und der Unterschied ist riesig und ich habe es innerhalb von 2-3 Tagen fertig. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Ich habe heute einen Vortrag gehalten zu Digitalschlägkapital, weil ich eben zeigen will, guck mal, man kann klein anfangen und dann hochskalieren in einem Ausmaß, wie es nie möglich war. Und was heißt das? Das heißt, dass man das bessere Modell anbietet und wenn die Leute es wollen, schnell verbreiten kann. Und damit haben wir eigentlich die Möglichkeit und den Hebel überhaupt bekommen, mal diese guten Ideen auch wirklich durchzusetzen und eine Alternative anzubieten. Also für mich ist der Entrepreneurship Summit insofern besonders, weil es eine Zusammenkunft ist von alternativen Ideen und du brauchst diese neuen Sichtweisen über den Tellerrand, damit du selbst für dich wieder die guten Lösungen findest. Und ich habe vorher kurz erwähnt, sowas wie ein Hektar Regenwald, hat mir sehr gut gefallen, das Beispiel, was ich immer gelernt habe. Ein Hektar Regenwald muss mehr sein, intakt, mehr wert sein für den Bauern, der es bestellt, als ein gerodetes Feld, ein Hektar verbrannte Erde mit ein bisschen Sojabohnen drauf. Weil der Bauer am Ende möchte ja seine Kinder in die Schule schicken, Gewissheit haben über sein Einkommen und so weiter. Und diese Sichtweise ist inhärent, finde ich, für diese Veranstaltung hier. Nämlich nicht zu sagen, die Politik soll sich ändern oder die Gesellschaft muss sich ändern, sondern ich als Unternehmer muss eine Alternative bringen, die besser ist wie das, was es gibt. Und dann kann ich sie am Markt platzieren und die Welt damit ein Stück wieder besser machen. Ich habe heute so viele Ideenbeispiele, Herr Braungart hat zum Beispiel Ideenbeispiele genannt, 15 Stück. Und dabei fiel das Wort Digitalisierung 20 Mal gefühlt, wenn nicht sogar tatsächlich öfter. Und mein Aufruf wäre, lernt mit dieser Digitalisierung umzugehen. Lernt, wie man austestet, Proof of Concept ohne Kosten. Lernt, wie man Proof of Market macht ohne große Kosten. Und lernt, solche Sachen wirklich in ein Konzept zu bauen, das umsetzungsreif ist. Weil durch die Digitalisierung, durch die Reichweite und so weiter, haben wir die Chance des Jahrtausends bekommen, überhaupt mal sowas in großer Skalierung als kleine Entrepreneure, wie wir alle anfangen, zu ermöglichen. Und der Aufruf, das zu tun und nicht nur diese Probleme tot zu diskutieren, das wäre, was ich machen würde.